Now bear in mind, also bitte tragt im Sinn, that the truth doesn't change. Dass die Wahrheit sich nicht ändert. Time does not change the truth. Also die Zeit verändert die Wahrheit niemals. Space does not change the truth. Raum verändert die Wahrheit niemals. The truth is not the truth when you believe. Die Wahrheit wird nicht erst wahr, nur weil du das geglaubt hast. The truth only becomes effective to you when you believe. Doch die Wahrheit wirkt dir zum Guten erst, wenn du glaubst. So that is why the gospel of Jesus Christ. Und deshalb ist das Evangelium Jesu Christi. Is the revelation of the truth. Ist die Offenbarung, ist das Sichtbarwerden der Wahrheit. It's not an exposition of that which will come to pass. It is not something that has to do with potentiality. It is that which is an actuality. What God knows to be so is what God is communicating to you. So God in the gospel is not trying to tell us that he will heal us. In the gospel is not trying to tell us that he will free us. In the gospel is not trying to tell us that he will give us victory. In the gospel, God is making an announcement of that which has already been accomplished concerning our destiny, which is that we are victorious, we are free, we are justified. So the message of the gospel is an actuality. So you and I must come in terms with that which God knows about us. Truth doesn't change. Today, as we sit, no matter what you've done, there is an opportunity for you and I to start, to make a beginning. Because before anything begins, we must first embrace the truth. Amen. So today, if you accept Jesus Christ, you walk in freedom. Von hinten angefangen, also heute, wenn du Jesus Christus annimmst, wandelst du in der Freiheit. Die Botschaft Christi zu dir heute ist, er hat schon deine Freiheit erkauft. Er steht dir zur Verfügung. Alles, was du brauchst, ist das anzunehmen für dich. Also das Evangelium verkündigt nicht irgendwelche künftige Dinge, wie zum Beispiel, du wirst erst künftig gesegnet, du wirst erst künftig geheilt sein. Das Evangelium ist keine Verkündigung eines Potenzials. Im Gegenteil, Gott verkündigt, er macht bekannt, was schon Tatsache ist. Er macht bekannt, was schon in der Wirklichkeit ist. Das bedeutet, in Christus Jesus bist du schon geheilt. In Christus Jesus bist du schon vollkommen. Du bist schon gesund. Das bedeutet, diese Wahrheit bzw. diese Wirklichkeit wird dir zuteil sein, erst wenn du die Botschaft Christi annimmst, und zwar aus der Tatsache und nicht aus der künftigen.